Radio 1. Der Gesichterleser. Dirk W. Eilert. Er sieht, was andere nicht mal ahnen. Ja, das politische Leben im neuen Jahr nimmt gerade erst wieder Fahrt auf und viele Talkshows haben momentan noch Weihnachtspause. Es gibt also wenig Aktuelles, das unser Gesichterleser für Sie analysieren kann. Da der Jahreswechsel aber für viele Menschen Anlass ist, sich neue Ziele zu setzen, haben wir uns für die heutige Sendung überlegt, Ihnen ein paar Ideen zu geben, wie Sie, liebe Hörer, durch das Sehen und Verstehen von Gesichtsausdrücken noch besser auf Ihre Gesprächspartner eingehen können. Vielleicht haben Sie ja Lust, in diesem Jahr Ihre Gesichterleser Fähigkeiten noch ein wenig auszubauen. Deshalb schönen guten Morgen, Dirk. Guten Morgen. Und welche Idee hast du für heute mitgebracht? Ja, wir wollen uns heute mal anschauen, wie man Einwände in der Mimik erkennen kann, ohne dass sie ausgesprochen werden. Mhm. Weil in der Tat ist es so, dass unsere Mimik da viel verrät. Und mit Einwänden meine ich hier ganz allgemein, wenn jemand nicht unserer Meinung ist, wenn wir etwas erzählen. Und das zu erkennen und es wertschätzend anzusprechen, ist zum einen natürlich im Beruf sehr nützlich. Ich sag mal, in Kundengesprächen oder im Umgang mit Mitarbeitern. Aber natürlich auch im Privatleben ist es wertvoll, zum Beispiel in der Partnerschaft. Das Fatale ist nämlich, dass die meisten Menschen, wenn sie Einwände haben, die nicht aussprechen, und dann kann es passieren, dass man einfach über Dinge hinweggeht, die anderen wichtig sind, und das kann sich dann ziemlich destruktiv auf die Stimmung zwischen zwei Menschen auswirken. Also ein guter Vorsatz für das neue Jahr, auf diese Signale zu achten. Dann sag mal, woran genau lassen sich denn die Einwände jetzt, die sich nur im Gesicht widerspiegeln, erkennen? Ja, es gibt 7 klassische mimische Einwandsignale. Ich habe heute mal 3 ausgewählt davon und wir starten gleich mal mit den ersten beiden Gesichtsausdrücken. In der ARD-Sendung Hart aber fair vom 1. Juli 2013 gab es dazu eine schöne Szene. Und insofern, das, was ja bei uns passiert ist, wir haben ja nicht nur Arbeit umverteilt, wir haben heute mehr Arbeit, alle gemeinsam. Das Arbeitsvolumen, die Arbeitszeit pro Kopf ist wieder angestiegen, die Beschäftigtenanzahl ist so hoch wie noch nie in dem wiedervereinigten Deutschland. Die Ausgangssituation ist gut. Ja, zu hören war ja Michael Hüter, Direktor des Instituts der Deutschen Wirtschaft Köln. Uns interessiert aber nicht seine Mimik hier, sondern vielmehr die Mimik der SPD-Politikerin Leni Breimeyer. Sie hat ihm nämlich zugehört und dabei gleich 2 Einwandsignale in der Mimik gezeigt. Erst hat sie für einen kurzen Moment die Oberlippe einseitig hochgezogen. Das Hochziehen der Oberlippe ist grundsätzlich ein Zeichen für Ablehnung. Da es hier einseitig auftritt, ist es ein Zeichen zusätzlich für Geringschätzung. Und direkt danach kam dann das zweite Einwandsignal. Sie hat kurz die Augenbrauen zusammengezogen und das ist ein Zeichen für Skepsis. Jetzt kann man sich natürlich fragen, ist das nicht ganz leicht, das zu sehen? Das Problem in der Praxis ist hier in der Tat, dass man sehr aufmerksam sein muss, um solche Signale zu sehen, weil die meisten huschen wirklich sehr, sehr schnell übers Gesicht für, sagen wir mal, 40 bis maximal 500 Millisekunden. Boah, du hast ja Zeitlupenwissen, hast du. Ne? Genau. Das ist wirklich verdammt schnell, Dirk. Das waren jetzt 2 Einwandsignale. Gibt es noch ein drittes? Ja, dazu hören wir gleich mal eine weitere Szene aus Hart aber fair an, und zwar vom 4. November 2013. Es geht wirklich darum, wir brauchen auch neue Lösungen, Herr Fuchs. Sie leben in der Vergangenheit. Sie rechnen immer noch damit, wir brauchen ganz viel konventionelle Kraftwerke. Die erneuerbaren Energien nehmen ja weiter zu. Ja, das war die Stimme von Claudia Kempfert. Sie ist Professorin für Energie und Umwelt und spricht hier den CDU-Politiker Michael Fuchs an. Und die Kamera war hier zum Glück nicht nur auf Frau Kempfert, sondern auch auf Herrn Fuchs gerichtet, weil während sie gesprochen hat, hat er fast unmerklich und sehr kurz die Lippen geschürzt. Und dieses Lippenschürzen machen wir normalerweise, wenn wir einen Standpunkt nicht teilen oder wenn wir innerlich etwas abwägen. Wenn ich so ein Signal beobachte, wie kann ich dann am besten darauf reagieren? Ach, du hörst mir doch eh nicht zu, wegdrehen. Ja, ich sag mal, wenn es in der Situation passt, dann kannst du es direkt ansprechen. Ich würde sowas sagen wie, wenn ich es richtig sehe, dann sind sie gerade anderer Meinung, oder auch, wenn ich es richtig sehe, gefällt ihnen das nicht. Ja, okay, dann achten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Woche bitte bei Ihren Gesprächspartnern mal auf diese 3 mimischen Einwandsignale. Dirk, vielen Dank für diese Einblicke und bis nächste Woche. Gerne, bis nächste Woche. Dirk W. Eilert ist der Gesichterleser. Immer montags im schönen Morgen und dann per Video auf radio1.de. Sag mal, Dirk, was ich dich aber noch fragen wollte, quasi privat, geht mit dir eigentlich überhaupt irgendjemand gerne aus? Wenn du jede Lüge, die man dir beim Abendessen auftischt oder sowas, sofort als solche erkennst oder sowas. Es geht das Gerücht, dass die Leute Angst haben, mit mir essen zu gehen. Ja. Ich habe mich auch noch nicht verabredet mit dir.